So, hallo liebe Aufrufer, hier ist doch die signifikante rote Farbe als Signal für die Lichtgeschwindigkeit im Medienkommentar heute am 1. November, Dienstag 2011. Ich bin im Moment auf dem Flughafen Tegel aus wichtigem Grund und habe heute hier noch kurz die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung, die Neue Ruhrzeitung aus Essen und den Kölner Express vom Allerheiligen Dienstag, 1. November. Und ich will mal die Titelüberschriften geben, um dann zu meinen beiden Schwerpunktthemen zu kommen. Das eine ist Mindestlohn, Würde der Arbeit und das andere ist Volksabstimmung in Griechenland. Also Frankfurt Allgemeine Zeitung titelt heute hier: Griechen sollen über Hilfspaket abstimmen. Da geht es also um die Euro-Beschlüsse aus Brüssel, die jetzt an eine griechische Volksabstimmung geknüpft werden sollen. Dann ist hier dieses Thema immer schön auf dem Teppich bleiben. Da geht es nämlich um die Euro-Krise, CDU, tarifliche Lohnuntergrenze, kein politisch festgesetzter Mindestlohn. Das ist also eigentlich mehr ein links von der Mitte Thema gewesen bislang, auch von der Gewerkschaft vertreten. Mindestlöhne, jetzt also auch Frau Merkel, weil ihnen die Wähler wegrennen, auf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute. Dann ist hier Nachgutgefechte ein Kommentar von Georg Paul Hefti, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da geht es auch um den Mindestlohn und auch um die Koalitionsfragen in der Bundesregierung. Die FDP hat nämlich was gegen Mindestlöhne. Herr Brüderle hat heute ein Interview im Deutschlandfunk gegeben und hat doch sehr deutlich gesagt, dass die Interpretation, dass ein Mindestlohn was Gutes wäre, ein falsches Verständnis ist, denn es geht auch um die Wirtschaft dabei, die sozusagen die Wirtschaftslöhne zahlen kann und der Sozialstaat muss dann eben ergänzend drauflegen. Das ist die Idee der Marktwirtschaft von Brüderle. Das ist nicht ohne weiteres vom Tisch zu wischen. Gut, dann haben wir hier noch die 7 Milliarden, da werden immer irgendwelche Leute abgebildet, das 7 Milliardste Kind, das sind aber 7 Milliarden 300.000, man hätte also 300.000 verschiedene Fotos machen können. Soweit hier mal die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Titel und dann mal vergleichsweise dazu die Neue Zürcher Zeitung heute, titelt mit einem Foto: Italiens Ruinenstadt Pompeji ist im Untergang geweiht. Da geht es auch um Denkmalschutzmittel, Euro- und UNESCO-Zuwendung und so weiter, dass das Geld statt in die Rettung der antiken Städte fließt, in Italien ganz woanders hinfließt und keiner weiß immer wohin. Dann hier: CDU bricht Tabu und rückt weiter nach links in der Neuen Zürcher Zeitung vom 1. November. Heute ist genau dieses CDU-Mindestlohn-Thema. Also das sind deutsche Themen. Die Neue Zürcher Zeitung ist aber eine Schweizer Zeitung, das darf man nicht verkennen. Deutschsprachig, die Schweiz bekanntlich ist ja dreisprachig. Also hier: Aufnahme Palästinas in die UNESCO. Da hat sich die Schweiz enthalten mit der Begründung, Bildung und Kultur ist keine Frage, die um Friedenspolitik, UNO und UNESCO geht. Das müsste also der UNO vorbehalten sein, der staatliche Status Palästinas zuzustimmen, aufzunehmen als Vollmitgliedschaft oder zu diskutieren, aber nicht die UNESCO als Werkzeug benutzen, so argumentiert die Schweiz. Tatsächlich hat sich die Schweiz enthalten, Japan hat sich enthalten und die ganze Europäische Union hat nämlich zugestimmt, die Vollmitgliedschaft Palästinas, das wird bei uns in den Medien in Deutschland unterdrückt, nur Holland und Deutschland hat mit USA und Israel dagegen gestimmt. Dann ist ein Thema der Schweizer Bank, UBS. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Die Schweizer Zeitung hat auch schwerwiegende Schweizer Themen. Das wird aber zu viel hier jetzt. Dann habe ich die Neue Ruhrzeitung aus Essen hier heute. Das ist überwiegend katholisch dort, also Feiertagszeitung. Regierung will Soli kappen. Da ist die Rede von den zum Aufbau Ost zu zahlenden von den Bundesländern sogenannte Solidaritätsfonds, die werden aber von den Ostländern auch gezahlt. Da gibt es also sozusagen die Empfängerländer, die schwach sind, und die zahlenden Länder, dazu gehört inzwischen auch Sachsen und Thüringen. Gut, das ist aber ein Nullsummenspiel, insofern scheint es ein bisschen aufgezogen zu sein. Hier ist auch die Welt zählt 7 Milliarden auf der Neue Ruhrzeitung aus Essen heute. Allerheiligen mit
2.11. die zählt dann auch schon für morgen mit. Energiepolitik, Windräder überfordern Stromnetze. Ja, die Windräder liefern natürlich immer dann Strom, wenn sie drehen. Und wenn dann die Stromnetze das nicht umsetzen können, dann hat man Regulierungsprobleme. Neue Ruhrzeitung. Ich habe sie gründlich durchgesehen und ich möchte nur einen Eindruck machen hier. Ich glaube, ich bin in einer anderen Welt hier. Das ist sehr komisch, aber das ist nett hier. Bunte Blätter überall. Und dann noch besser ist hier unten Online-Umfrage Sauerland, größter Duisburger. Internet hat also zur Lafferet-Katastrophe den umstrittenen Oberbürgermeister in einer Beliebtheitsabstimmung im Internet auf dem ersten Platz. Dass sie das hier so groß bringen, ist natürlich wirklich absurd, denn sie können gar nichts darüber sagen, wer, wie viele und wann und so weiter überhaupt an dieser Abstimmung teilgenommen haben. Also Herr Sauerland, hands up. Ich verurteile Ihnen ja nicht den Bausch und Bogen, aber dass Sie hier mit der neuen Ruhrzeitung mit so einer Beliebtheitsnummer kommen, gut. Lernmaschine Merkel, das ist im Grunde genommen nicht ironisch gemeint, denn Merkel schaukelt ja, hat überhaupt kein Konzept, kein Parteiprogramm, nicht, aber sie hatte offensichtlich Erfolg damit. Hier auch auf Seite 5, nummeriert sind die Seiten hier nicht bei der neuen Ruhrzeitung. Atomausstieg in Belgien, 7 Kraftwerke sollen bis 2025 vom Netz. Niederlande setzt weiter auf Atomkraft, immerhin, das ist Schreiben. Der Mindestlohn. Und dann hier der Maler Anselm Kiefer will ein Atomkraftwerk bemalen. Sehr originell, total intelligent und genial, Anselm Kiefer. Da muss man zur Kieferchirurgie, glaube ich. So, wer den Mindestlohn bekäme. Und als vierte Zeitung habe ich hier bekommen auf dem Flughafen Tegel, wo ich bin, den Kölner Express. Der ist eine extra Betrachtung wert. Das mache ich jetzt zum Abschluss. Gut, also, ich möchte mal kurz dazu Folgendes sagen. Die Würde der Arbeit wird hier gekoppelt an das Kriterium, das in der Diskussion jetzt immer mehr Oberwasser bekommt. Wenn ich von meiner Arbeit nicht leben kann und meine Familie nicht ernähren kann, dann ist die Arbeit unwürdig. Da möchte ich wirklich total widersprechen. Und zwar, ich als Maler, der die besten Bilder der Welt malt, aber keineswegs viel Geld damit verdient oder nach allgemeinen Maßstäben über die unterste Einkommens- und Existenzsicherungsgrenze je im Leben hinausgekommen bin und auch nicht hinauskommen werde, sehe die Würde meiner Arbeit überhaupt nicht darin, wer wann mal Geschäft mit meinen Bildern macht oder ob ich selber viel Geld verdiene und viel Steuern zahle oder sonst was. Die Würde meiner Arbeit liegt natürlich in der Qualität der Arbeit. Einerseits, und das soll sich mal jeder genau überlegen, was denn hier an die Würde gebunden ist, ein materieller, vulgär-materialistischer Aspekt oder vielleicht noch mit einem historischen Verweis auf Platon, der geschrieben hat, die eine Kunst ist die Heilkunst und die andere Kunst ist die Kunst des Arztes, Rechnungen zu schreiben. Ja? Die eine Kunst des Architekten ist, ein Haus zu bauen, die andere Kunst ist, eine Rechnung zu schreiben. Da wird das schon getrennt und so ist es doch mit allen Arbeiten, die Arbeit und insbesondere auch die sinnvolle, nicht entfremdete Arbeit ist nicht in dem Maße, wie sie qualitativ würdevoll ist, auch einträglich oder in diesem Sinne materiell würdevoll. Lasst uns das bei der materiellen Unwürdigkeit, aber bei der Arbeitswürde belassen. Und ich komme jetzt hier nochmal abschließend zum Kölner Express. Das ist wirklich eine extra Urlaubsreise hier. Kölner Express hat eigentlich nur Themen.